Mein Name ist Dorothee Dormann. Ich bin Biochemikerin und Professorin für molekulare Zellbiologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Und ich forsche an den molekularen Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen. Wir hatten von 2019 bis 2022 ein Projekt, das von der Fritz-Thyssen-Stiftung gefördert wurde. Da ging es um genetische Formen der amyotrophen Lateralsklerose und frontotemporalen Demenz. Und wir wollten da uns die molekularen Grundlagen auf Proteinebene genauer anschauen, was da schiefläuft in diesen Erkrankungen. Wir arbeiten mit Zellen, die wir in der Kulturschale wachsen lassen, oder mit gereinigten Faktoren, weil wir uns wirklich für die Wechselwirkungen der Faktoren und Proteine auf molekularer Ebene interessieren. Und die kann man in diesen einfachen Systemen sehr viel besser untersuchen, wo man es auf einzelne Faktoren herunterbrechen kann. Oder eben, wo man in einer Zelle einen Transportprozess visualisieren kann. Das lässt sich in einer Zellkultur sehr viel einfacher machen als in dem ganzen Organismus. Hier in Mainz habe ich eine Arbeitsgruppe mit ungefähr 12 Mitarbeitern. In dem Projekt, das von der Thyssen-Stiftung gefördert wurde, haben wir jetzt ungefähr 3 Jahre geforscht. Da hat insbesondere eine Postdoktorandin, die Frau Saskia Hutten, hat daran maßgeblich mitgearbeitet. ALS ist die häufigste Motoneuronerkrankung. Da sterben die Motoneuronen, also die Nervenzellen, die unsere Muskeln innervieren, ab. Sie kennen das Krankheitsbild vielleicht von Stephen Hawking, dem berühmten Astrophysiker, der im Rollstuhl saß und einen Sprachcomputer benutzt hat. Also die Patienten können dann ihre Muskeln irgendwann gar nicht mehr verwenden, die werden nicht mehr stimuliert, funktionieren nicht mehr. Die können sich dann nicht mehr bewegen, nicht mehr sprechen, nicht mehr schlucken, nicht mehr atmen, müssen dann künstlich beatmet werden und versterben dann oft nach wenigen Jahren durch ihre Bettlägerigkeit und oder das Atemversagen. Neben ALS ist eine weitere neurodegenerative Erkrankung, mit der wir uns beschäftigen, die frontotemporale Demenz oder FTD. Ein bekannter Fall von einem FTD-Patienten ist Bruce Willis, der jetzt kürzlich mit dieser Krankheit diagnostiziert wurde. Das ist eine Erkrankung, bei der die Patienten sehr stark ihre Persönlichkeit und ihr Verhalten verändern oder Sprachstörungen bekommen. Also zum Beispiel keine grammatikalisch korrekten Sätze mehr formulieren können oder Sprache nicht mehr verstehen. Sowohl bei der ALS als auch bei der FTD sterben Nervenzellen ab in bestimmten Gehirnregionen, weil dort in den Nervenzellen bestimmte RNA-Bindeproteine, die unsere Erbinformation steuern, nicht mehr korrekt in den Zellkern eintransportiert werden und im Zellkern dann fehlen und somit nicht ihre normale Funktion ausüben können. Und das ist besonders für Nervenzellen toxisch und die sterben dann ab. Die RNA-Bindeproteine haben eine wichtige Funktion beim Ablesen der Erbinformation im Zellkern. Sie binden Nukleinsäuren, also DNA und RNA, und sorgen dafür, dass die korrekt prozessiert und abgelesen wird. Und dafür müssen sie aber in den Zellkern, also an den Ort, wo die Erbinformation gelagert wird, in allen Zellen gelangen. Dafür brauchen wir bestimmte Transportproteine, die diesen Eintransport vermitteln. Und bei ALS oder FTD-Patienten funktioniert dieser Eintransport in den Zellkern nicht mehr korrekt. Und dann sammeln sie Proteine sich außerhalb des Zellkerns im Zellplasma an und fangen dort an zu aggregieren, also zu verklumpen und sich abzulagern. Und in der Folge funktioniert die Zelle nicht mehr richtig und stirbt ab. Die meisten Fälle von ALS und FTD sind sporadisch, also da kennen wir eigentlich keine Ursache. In seltenen Fällen, also bei ein paar Prozent der Patienten, liegt ein Gendefekt vor, eine Genmutation in bestimmten Genen, und die erkranken dann besonders früh an den Erkrankungen. Wir denken aber, dass die sowohl in den spontan, sporadisch auftretenden Fällen und in den genetischen Fällen dieselben molekularen Defekte auftreten. Und deshalb können wir, wenn wir uns die Gendefekte genau anschauen und was da schief läuft, können wir eigentlich für alle ALS- und FTD-Fälle etwas lernen. Dieser Gendefekt ist im C9orf72-Gen. Und dadurch werden toxische Proteine, die sogenannten Dipeptide-Repeat-Proteine oder DPR-Proteine, produziert, die normalerweise nicht vorliegen. Und es war bekannt, dass diese Dipeptide-Repeat-Proteine sehr toxisch sind für Zellen, besonders auch für Nervenzellen. Es war aber nicht bekannt genau warum. Und es gab schon aus genetischen Screens in Hefe oder Drosophila Hinweise darauf, dass diese DPR-Proteine irgendwie den Eintransport von Proteinen in den Zellkern stören. Wir wussten aber nicht genau, wie das abläuft. Und in dem Projekt haben wir uns nun angeschaut, was die DPR-Proteine genau binden. So,
Für unsere Forschung verwenden wir auch häufig gereinigte Proteine, also zum Beispiel die RNA-Bindeproteine oder Transportfaktoren. Und um die gewinnen zu können, müssen wir sie erstmal gentechnisch herstellen lassen. Das machen wir in Bakterien, die wir hier in einem Schüttler bei 37 Grad über Nacht hochwachsen lassen. Dann wird die Proteinexpression induziert und danach folgen dann noch mehrere Schritte, wo wir das Protein dann reinigen. Es folgen dann noch viele einzelne Reinigungsschritte und im letzten Schritt werden die Proteine dann über ein Chromatographiesystem hier final gereinigt, bevor wir sie dann für Untersuchungen, also Interaktionsstudien oder unter dem Mikroskop anschauen können. Die DPR-Proteine enthalten besonders viel von der Aminosäure Arginin, das ist eine positiv geladene Aminosäure. Und dadurch sind die DPR-Proteine selbst auch stark positiv geladen und sie neigen dazu, mit negativ geladenen Zellbestandteilen zu wechselwirken. Und unter anderem sind die Transportproteine und die RNA-Bindeproteine, die in den Krankheiten betroffen sind, auch negativ geladen. Das hat zwei Konsequenzen. Die DPR-Proteine binden einerseits die RNA-Bindeproteine und bringen sie dazu zu verklumpen. Andererseits binden die DPR-Proteine auch die Transportproteine und können ebenfalls zu einer Verklumpung dieser Transportproteine bilden, dass die ebenfalls so tröpfchenartige Strukturen ausbilden und dadurch nicht mehr richtig funktionieren. Und dadurch stören sie auch den Eintransport der RNA-Bindeproteine in den Zellkern. Und wir haben nun Techniken entwickelt, wie wir diesen Prozess zum ersten Mal sichtbar machen können durch Fluoreszenzfarbstoffe und können dann durch eine bestimmte Technik, die wir entwickelt haben, den Eintransport in den Zellkern live verfolgen. Das machen wir aber nicht hier, dafür gehen wir dann rüber ans Institut für Molekulare Biologie. Da steht ein hochauflösendes Fluoreszenzmikroskop, wo wir diesen Transportprozess dann live aufnehmen können. Wir können das Protein erstmal im Zytoplasma außerhalb des Zellkerns zurückhalten und auf einen bestimmten Stimulus hin fängt dann der Transportprozess an und dann können wir ihn live im Mikroskop verfolgen und aufnehmen. Das ist das hochauflösende Fluoreszenzmikroskop. Wir haben hier unsere Zellkultur mitgebracht, in dem unser fluoreszent markiertes RNA-Bindeprotein vorliegt. Das ist jetzt hier zu sehen im Zellplasma außerhalb der Zellkerne. Und wir können jetzt den Eintransport in den Zellkern gezielt kontrollieren, indem wir ein Hormon zugeben. Dadurch können wir den Prozess auslösen. Wenn wir ihn gestartet haben, dann sehen wir hier, wie nach und nach das Protein in den Zellkern einwandert. Und genau so sollte es in gesunden Zellen ablaufen. Bei ALS-Patienten mit DPR-Proteinen ist der Prozess jedoch stark verlangsamt oder blockiert. Wir haben in dem Projekt auch herausgefunden, dass die Verklumpung davon abhängt, wie das Verhältnis von DPR-Protein zu Transportprotein genau aussieht. Je mehr DPR-Proteine gemacht werden, desto mehr Verklumpung der Transportproteine haben wir. Aber wenn die Transportproteine im Überschuss vorliegen und nur wenig von den DPR-Proteinen da ist, dann werden die Transportproteine löslich gehalten. Und dann kann der Transportprozess ganz normal ablaufen. Ja, unsere Erkenntnisse sind nun die Grundlage für einen neuen Therapieansatz. Wir müssen nun besser verstehen, wie die Transportproteine reguliert werden, wie man deren Levels vielleicht erhöhen könnte. Aber das wäre jetzt was, was wir in unserem akademischen Forschungskontext in unserem Labor nicht mehr machen würden. Das wäre jetzt eher was für die angewandte Forschung, für die Industrie, jetzt herauszufinden, durch welche Wirkstoffe man zum Beispiel die Transportproteine erhöhen könnte oder wie man sie effizienter an die RNA-Bindeproteine heranrekrutieren könnte. Das Forschungsprojekt hat auch ganz viele weitere Forschungsfragen eröffnet. Ich hatte ja erwähnt, dass die DPR-Proteine stark positiv geladen sind und alles Mögliche in der Zelle binden. Und da kennen wir noch lange nicht alle Bestandteile, die von den DPR-Proteinen jetzt unschädlich gemacht werden. Zurzeit beschäftigen wir uns zum Beispiel damit, wie sie gewisse Enzyme binden und ihre Funktion stören. Und auch in der Zukunft könnte man sich die schädliche Wirkung dieser DPR-Proteine noch mal genauer anschauen, was sie alles in der Zelle stören.